Phineas International Rally, Stop Racism and Police Violence. The working class and the oppressed should not pay for the coronavirus crisis. We support the struggles of the youth, black and brown people, and the working class who are fighting and suffering the worst consequences of the pandemic. Meeting International, Stop au racisme et aux violences policières. Nous soutenons la lutte de la jeunesse, de la classe ouvrière et de tous les opprimés, car ce sont ceux qui combattent et vivent les pires conséquences de la crise sanitaire. Ato international simultâneo. Basta de racismo e violência policial. Que a classe trabalhadora e os oprimidos não paguemos a crise do coronavírus. Apoiamos as lutas da juventude, da classe trabalhadora e de todos os oprimidos, que estamos combatendo e sofrendo as piores consequências do coronavírus. Zeitgleiche internationale Veranstaltung. Schluss mit Rassismus und Polizeigewalt. Die Arbeiterinnenklasse und die Unterdrückten sollen nicht die Krise des Coronavirus zahlen. Wir unterstützen die Kämpfe der Jugend, der Arbeiterinnenklasse und aller Unterdrückten, die die schlimmsten Folgen des Coronavirus erleiden und gegen sie kämpfen. Atto internazionale in diretta. Basta con il razzismo e la violenza della polizia. Basta far pagare la classe lavoratrice e gli oppressi per la crisi del coronavirus. Sosteniamo le lotte dei giovani, della classe operaia e di tutti gli oppressi che combattono e subiscono le peggiori conseguenze del coronavirus. Atto internacional simultáneo. Basta de racismo y violencia policial. Que la clase trabajadora y los oprimidos no paguemos la crisis del coronavirus. Apoyamos las luchas de la juventud, la clase trabajadora y de todos los oprimidos que estamos combatiendo y sufriendo las peores consecuencias del coronavirus.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Guten Tag, Nicolás. Willkommen, Nicolás. Miriam, wie geht es dir? Nun, für einige ist es ein guter Tag, für andere ein guter Abend, weil sie uns aus anderen Zeitzonen sehen. Aus den Studios von La Izquierda Diario in Argentinien heißen wir euch zu dieser internationalen Veranstaltung willkommen. Diese Veranstaltung wird gleichzeitig in verschiedenen Ländern übertragen. Es wird ins Englische, Französische, Spanische, Portugiesische, Italienische und Deutsche übersetzt. Und ihr könnt sie auf den verschiedenen Seiten unserer Zeitung verfolgen. Über YouTube, Facebook und in den verschiedenen Sprachen, die wir live dolmetschen. Sehr gut, Nicolas. Wir grüßen diejenigen, die in diesem Augenblick an dieser internationalen Veranstaltung teilnehmen und uns aus den Vereinigten Staaten, Mexiko, Costa Rica, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Brasilien, Chile, Bolivien, Uruguay und Argentinien zuschauen, in Europa aus Frankreich, Großbritannien, im spanischen Staat, Deutschland, Italien und mehreren anderen Ländern, Nico. Die Liste geht weiter, könnte man sagen. Und sie werden uns auch verspätet sehen, Miriam, weil es jetzt schon sehr spät ist. Unsere Freundinnen aus Südkorea und anderen Orten in Asien werden uns ebenfalls sehen. Wir schließen uns der Welle an, die weltweit den Rassismus in all seinen Formen ablehnt. Es gibt Reden aus den Vereinigten Staaten, wo der Ruf Black Lives Matter, schwarze Leben zählen, 2500 Städte und Gemeinden erreicht hat. Wirklich beeindruckend, Niklas. Was die größte Protestbewegung in der Geschichte des Landes ausmacht. Millionen von Menschen gegen im Herzen des Imperialismus in den Vereinigten Staaten auf die Straße. Wir werden auch Reden aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Brasilien hören, wo ebenfalls massive Demonstrationen stattfanden. Hier in Argentinien haben wir uns als Front der Linken und ArbeiterInnen, die wir mit der PO, der Izquierda Socialista, der MST und unserer Partei, der PDS, bilden, als Teil dieser globalen Bewegung mobilisiert. Seit der Zeit der spanischen Eroberung haben wir auf unserem Kontinent den Völkermord und die ständige Unterwerfung der Indigenen erlebt. Zusammen mit der Versklavung der Schwarzen, die mit Gewalt aus Afrika verschleppt wurde. Und heute sehen wir auf der ganzen Welt, wie die untrennbare Verbindung zwischen Rassismus, Kapitalismus und auch der Entwicklung des Imperialismus immer stärker angeprangert wird. Ein Rassismus, der von den herrschenden Klassen betrieben wird und bis heute andauert. In unserem Land kämpfen wir gegen die Diskriminierung senegalesischer, bolivianischer, peruanischer, paraguayischer und vieler anderer MigrantInnen, sowie gegen die reaktionäre Tradition, die aus dem Landesinneren kommenden oder Teil der indigenen Gemeinschaften sind, Schwarze zu nennen. Diese Veranstaltung steht auch unter dem Banner der Ablehnung der Gewalt von Polizei und Staat. Ich kann nicht atmen. Dieser Schrei, der in Erinnerung an George Floyd unter dem Knie des Polizeibeamten Derek Chauvin um die Welt ging, wird in vielen Ländern wiederholt. In Frankreich zum Beispiel, Nicolas, mit Adama Traoré. Es war auch der verzweifelte Schrei von Walter Nadal, bevor er von der Polizei in Tucumán getötet wurde, hier in Argentinien. In dieser Provinz regiert der Peronismus des Präsidenten Alberto Fernández und die Polizei ist jeden Tag in zahlreiche Verbrechen verwickelt. Wie das kürzliche Verschwinden und der Mord an Luis Espinosa, den wir von der Feed angeprangert haben, Nico. Ja, hier nennen wir die Polizeimorde Gatillo Fácil und sie bringen weiterhin viele junge Menschen im Großraum Buenos Aires und anderen Städten des Landes um. Und es ist kein Zufall, dass sowohl die Regierung als auch die Provinzregierung, seien sie der Regierung oder der rechten Opposition, die Sicherheitskräfte insgesamt stärken wollen. Deshalb sagen wir auch für das Wiederauftauchen von Facundo Castro, der im Verdacht steht, von der Polizei von Buenos Aires entführt worden zu sein. Das Coronavirus, das den gesamten Planeten befällt, betrifft vor allem auch den Ballungsraum, von wo aus wir übertragen, hier den Großraum Buenos Aires. Die Fälle nehmen zu und sie betreffen vor allem arme Menschen und ArbeiterInnen der vordersten Front im Gesundheitswesen, im Transportwesen, in Fabriken und Geschäften, Nicolas.
Ja, diese Situation der Arbeiterinnen wird in den Medien kaum thematisiert, während die vom Staat gewährte Hilfe wirklich unzureichend ist. Die Regierung verhandelt mit den Gläubigern über die unrechtmäßige, illegale Auslandsverschuldung, die wir so sehr angeprangert haben, und bietet ihnen als Geste eine Rentenkürzung an. Deshalb ist eine Forderung dieser Veranstaltung, dass die sehr schwere Wirtschaftskrise, die sich in mehr Hunger, Armut, mehr Entlassungen, Arbeitslosigkeit, niedrigen Löhnen und unsicheren Arbeitsplätzen niederschlägt, von den Banken, den großen Unternehmen, den KapitalistInnen und nicht von den arbeitenden Massen bezahlt werden muss. Dass wir den Mechanismus der Verschuldung, zu denen uns der Imperialismus und das Finanzkapital zwingt, entgegentreten und sie beenden. Schließlich wollen wir auf dieser Veranstaltung die neue Offensive von Trump und dem Staat Israel gegen das palästinensische Volk mit seinem Plan, das Westjordanland zu annektieren, ablehnen. Nun, dann lasst uns mit der Veranstaltung beginnen. Aus Frankreich spricht jetzt Anas Kasib. Anas, ein Eisenbahnbeschäftigter aus Paris und ein Mitglied der revolutionären kommunistischen Strömung in der neuen antikapitalistischen Partei. Er ist auch Redakteur der Zeitung Révolution Permanente. Wir hören ihm zu, Nicolas. Los geht's. Chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anna, je suis cheminot dans la région de Paris. Ich heiße Anas und bin Eisenbahner in der Region Paris Nord. Ich bin Teil einer ganzen Generation von ArbeiterInnen, die Kinder von MigrantInnen sind und in Armenvierteln leben. Meine gesamte Familie kommt aus Marokko. Mein Großvater war einer der Soldaten, die Frankreich in seinen imperialistischen Kriegen als Kanonenfutter gedient haben. Mein Vater war auch Eisenbahner, einer derjenigen, die man Chibani nannte und die als Ausländer immer als Arbeiter in zweiter Klasse behandelt wurden. Sie hatten weniger Rechte und ihre Arbeitsbedingungen und Löhne waren schlechter als die der französischen Eisenbahner. Ich bin im Banlieue von Paris aufgewachsen, was bedeutet, dass ich Rassismus und Polizeigewalt kenne, seit ich klein bin. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wie ich 13 Jahre alt war und wie die Polizei behandelt hat, als wir aus der Schule kamen. Sie haben unsere Sachen kontrolliert und uns ohne Grund gegen die Mauer gestellt, nur um uns Jugendliche aus den Armenvierteln seit unserer Kindheit zu erniedrigen. Wie viele Mitglieder unserer Klasse hat Covid-19 auch mich getroffen, durch den Tod eines meiner Verwandten. Die Rebellion gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA vor dem Hintergrund der Pandemie und der Gesundheitskrise auf weltweiter Ebene war für mich deshalb erfrischend. Mehr noch, die Rebellion hat die Stimmung von Millionen ArbeiterInnen und Jugendlichen in den USA und anderen Ländern verändert. In Frankreich haben wir eine besondere politische Situation erlebt. Dieses Jahr haben wir einen intensiven Klassenkampf gegen die Rentenreform erlebt, angeführt von einem 60-tägigen Streik im Transportsektor und von einer Rückkehr zu Formen der Selbstorganisation, die wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Diese Sequenz fand in Frankreich, aber auch international, in einer historischen Gesundheitskrise statt, die über die Gesundheitsprobleme und die Explosion der Todesraten in den Armenvierteln hinaus auf wichtige Art und Weise die sozialen und rassistischen Ungleichheiten offengelegt hat. Sie hat auch die Klassenantagonismen verstärkt, zwischen einer Bourgeoisie in einer komfortablen Quarantäne und einem großen Teil der Arbeiterinnenklasse und der prekären Jugend an vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie. Die zentrale Rolle des Proletariats war noch nie so sichtbar. Die Bourgeoisie konnte die Heldinnen der Arbeiterinnenklasse nicht unsichtbar machen. Die Reinigungskräfte, die KassiererInnen, die LieferantInnen und vor allem die ArbeiterInnen im Gesundheitssektor und im öffentlichen Dienst. Wir konnten zu Beginn des Lockdowns in verschiedenen Sektoren, die in der Vergangenheit eher keine VorreiterInnenrolle gespielt hatten, Streiks für den Stopp der nicht essentiellen Produktion beobachten. Obwohl die Wirtschaftskrise in Frankreich sich verschärft und wir schon im ersten Quartal dieses Jahres mehr als 500.000 neue Arbeitslose in eine Reihe von Ankündigungen massiver Entlassungspläne in Großkonzernen zu verzeichnen haben, fanden die ersten Explosionen nicht auf dem Terrain der organisierten Arbeiterinnenbewegung statt. Sie kamen aus den USA nach dem Mord an George Floyd zu uns, der eine besonders intensive Wut ausgelöst hat. In der ganzen Welt und besonders hier in Frankreich. Mit dem Aufschwung einer Generation, die eine rassistische, unterdrückte Jugend aus den ArbeiterInnenvierteln und eine Jugend der Großstädte miteinander verbindet, beide rebellierend gegen Polizeigewalt und staatlichen Rassismus.
Wochenlang haben wir Regierungsmitglieder und JournalistInnen im Dienste der herrschenden Klasse zuhören müssen, wie sie uns erklärt haben, dass das, was in den USA passiert, nichts mit der Situation in Frankreich zu tun hat und jeglicher Vergleich mit dem Land der Menschenrechte eine Schande sei. Dabei vergessen sie absichtlich einen Teil der Vergangenheit Frankreichs, den der Massaker in den ehemaligen Kolonien, von Santo Domingo bis Algerien, die Frankreich auch ein gewisses Know-how in puncto Repression verliehen haben, was dann andere, vor allem lateinamerikanische Länder, exportiert und auch in den eigenen Armenvierteln angewandt haben. Es ist also kein Zufall, dass der Slogan Black Lives Matter so schnell ein Echo im Kampf für Gerechtigkeit und Wahrheit für Adama Traoré gefunden hat. Das Komitee von Assa Traoré, der Schwester von Adama, hat sich in das Bild des Antirassismus nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern verwandelt und wurde sogar bei den BET Awards geehrt. Sie konnte zehntausende Menschen mobilisieren, um Polizeigewalt, staatlichen Rassismus und die enge Verbindung zwischen dem Tod ihres Bruders und dem von George Floyd, die beide von der Polizei erstickt wurden, anzuklagen. In den letzten 40 Jahren haben wir kein so wichtiges Phänomen in der Frage des Antirassismus gesehen und es ist sogar das erste Mal, dass ein Kollektiv, das völlig unabhängig von Regime und vom Staat ist, so viele Menschen versammeln konnte, besonders mit den neuen Allianzen, die es in den vergangenen 4 Jahren aufgebaut hat, um die Situation bildlich darzustellen. Der nächste Gedenkmarsch für Adama Traoré wird gemeinsam mit den Klimademonstration von Jugendlichen stattfinden. Der von 2019 war an der Seite der Gelbwestenbewegung. Wir selbst haben in den letzten 4 Jahren starke Verbindungen und Vertrauen aufgebaut, besonders durch eine Demonstration im Jahr 2018, bei der wir die Arbeiterinnenklasse und die BewohnerInnen der Armenviertel dazu aufgerufen haben, sich von Beginn an der Gelbwestenbewegung anzuschließen. Rund um das, was als Pol von Saint-Lazare bekannt wurde. Bisher wurde die Forderung der Auflösung der Polizei hier noch nicht gestellt, wie wir es in den USA gesehen haben. Trotzdem hat die letzte große Repressionswelle, die die Gelbwesten und die ArbeiterInnen des öffentlichen Verkehrs, wo auch viele rassistische Unterdrückte und Menschen aus den Armenvierteln arbeiten, getroffen hat, ermöglicht, dass der Kompass in Frankreich heute viel stärker nach links zeigt. Fragen werden gegen das institutionelle System gestellt und nicht mehr so, als wenn es sich um individualisierte Gewalt oder individuellen Rassismus handeln würde. Die organische Krise hier verschärft sich und die Institution der Polizei und die Regierung von Macron stehen einem immer größeren Misstrauen von unten gegenüber. Die letzten Kommunalwahlen haben das erneut bestätigt, mit einer nie dagewesenen Niederlage einer Partei an der Macht, was den Abscheu zeigt, den die Regierung in den unteren Klassen auslöst und die Schwierigkeit, die sie haben wird, sich in den kommenden Konfrontationen im Klassenkampf zu stellen. Aber die Krise des Macronismus darf nicht dazu führen, dass reaktionäre Projekte wie das von Marine Le Pen und ihrer Partei begünstigt werden. Auf einer anderen Ebene wird die Alternative, die die alten Parteien der institutionellen Linken wie Europa Ökologie, die Grünen und die Sozialistische Partei auf der Grundlage ihrer guten Ergebnisse bei den Kommunalwahlen aufbauen wollen, nur zu neuen Enttäuschungen für die ArbeiterInnen führen. In diesem Sinne kämpfen wir von Revolution Permanente dafür, dass die NPA, die gerade erreicht hat, dass einer ihrer wichtigsten ArbeitersprecherInnen, Philippe Poutou, in den Gemeinderat von Bordeaux gewählt wird, zu einem Instrument für den Aufbau einer echten revolutionären Kampfpartei in Frankreich wird, die verschiedene Traditionen der extremen Linken sowie einen Teil der Avantgarde umfasst, die sich im Klassenkampf seit 2016 herausgebildet hat. Die Rolle der RevolutionärInnen in der kommenden Periode wird sein, mehr als je zuvor die Notwendigkeit aufzuwerfen, die Macht aus den Händen der Bourgeoisie zu reißen, für eine gesellschaftliche Veränderung, um den Kapitalismus, den Rassismus und das Patriarchat zu stürzen. Aber dafür werden wir einerseits gegen die kapitalistische Politik kämpfen müssen, die die ProletarierInnen verschiedener Länder gegeneinander ausspielen will, indem sie den Migranten und den Arbeiter des Nachbarlandes zum Sündenbock des Elends macht, für das die KapitalistInnen selbst die einzig Verantwortlichen sind. Andererseits müssen wir auch gegen die Politik der bürokratischen Gewerkschaftsführung kämpfen, die Kämpfe spalten und die ArbeiterInnen zur Isolation im Korporatismus und rein ökonomischen Kämpfen verdammen. Wir müssen für die Befreiung aller ArbeiterInnen und der Menschheit kämpfen, gegen Rassismus, Unterdrückung und Ausbeutung. Deshalb kämpfen wir dafür, dass die Organisation der ArbeiterInnenbewegung, angefangen mit unseren eigenen Gewerkschaften, den Kampf gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt aufnehmen. Nur so werden wir ein Bündnis zwischen der Jugend, den prekären ArbeiterInnen aus den Armenvierteln und den ArbeiterInnen der großen Industrien aufbauen können, um die Macht aus den Händen der KapitalistInnen zu reißen und die Grundlage für eine neue Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung zu legen. In diesem Sinne müssen wir die
Einheit für unsere Klassen kämpfen, sowohl in jedem Land als auch international. Wir haben gesehen, dass die Grenzen, die die Bourgeoisie uns aufzwingt, nicht die Grenzen des Klassenkampfes sind. Wir haben die Situation in den USA mit dem Mord an George Floyd als Beispiel herangezogen, aber noch vor kurzem haben wir auch gesehen, wie die Gelbwestenbewegung in Frankreich den Weg für eine neue Welle des Kampfes in Chile, in Ecuador, im Libanon oder in Algerien geebnet hat. Diese internationalistische Kundgebung spiegelt diese Realität des immer internationalen Klassenkampfes wider und wirft die Notwendigkeit des Aufbaus einer weltweiten revolutionären Organisation auf mit einem offensiven Programm zur Verteidigung des Überlebens unserer Klasse, um endgültig festzulegen, wie Trotzki sagte, wer Herr im Hause ist und um die Macht aus den Händen dieser kapitalistischen Parasiten zu reißen, die, wenn sie nicht gerade ProletarierInnen ausbeuten, sich in Epidemien, Kriegen und von ihnen selbst verursachten Klimakatastrophen für ihre eigenen Interessen sterben lassen. Die kommende Zeit wird von einer tiefen Wirtschaftskrise gekennzeichnet sein, verbunden mit einer immer noch vorhandenen Gesundheitskrise, aber auch von Erfahrungen des Klassenkampfes, die noch frisch im kollektiven Gedächtnis unserer Klasse sind. Wir zweifeln nicht an der Intensität, die der Klassenkampf in Frankreich und auf internationaler Ebene in der nächsten Zeit haben wird. Deshalb müssen wir uns strategisch und politisch vorbereiten, nicht nur um zu kämpfen, sondern vor allem um Siege zu erringen, die den weltweiten Sturz der Bourgeoisie vorbereiten. Zu dieser mitreißenden und zugleich notwendigen Aufgabe für unser Überleben wollen wir euch alle einladen. Im Namen von Revolution Permanent wollen wir allen ZuschauerInnen dieser internationalen Veranstaltung der FT für unsere revolutionären Grüße senden. Okay, vielen Dank, Anas. Sehr gut, was wir von unseren Genossinnen aus Frankreich gehört haben. Und nun hören wir einen Gruß aus London, Miriam, von unserer Korrespondentin im Vereinigten Königreich. Hören wir jetzt Alejandra Rios. Jetzt spricht sie. Hello, comrades. My name is Alejandra. Hallo Genossen, mein Name ist Alejandra. Ich lehre an einer Universität und bin Aktivistin. Und ich sende ein paar Grußworte zu dieser internationalistischen Kundgebung. Wir leben gerade in einer außergewöhnlichen Zeit. Der Polizeimord an George Floyd hat weltweite Proteste gegen Rassismus entzündet und scheint zu einem kulturellen Wandel zu führen, der von den jüngeren Generationen angeführt wird. Auch haben Hunderttausende von Menschen unter dem Banner von Black Lives Matter demonstriert, ein Ende des Rassismus und der Polizeigewalt gefordert und dabei die Wurzeln des gegenwärtigen Rassismus in Kolonialismus und Imperialismus, insbesondere des British Empire, verortet. Der Wendepunkt war, als in Bristol am 7. Juni DemonstrantInnen die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston niedergerissen haben. Die Aufnahmen von DemonstrantInnen, die die Statuen in das Hafenbecken werfen, aus dem Sklavenschiffe in See gestochen waren, haben den Kampf hier enorm Auftrieb verliehen. Nach 7 Wochen gehen DemonstrantInnen immer noch auf die Straßen. Letzten Samstag sind Tausende von Menschen durch London gezogen und ein weiterer Protest findet heute statt. Schwarze ArbeiterInnen und ArbeiterInnen, die ethnischen Minderheiten angehören, sind am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffen, weil sie ein großer Teil der Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen ausmachen. Auch unter den Beschäftigten im Transport- und Lieferwesen sind sie überpräsentiert und üben oft Tätigkeiten aus, die schlecht bezahlt werden und bei denen Social Distancing nicht praktiziert wird. Zum Beispiel gab es hohe Infektionsraten unter den größtenteils migrierten ArbeiterInnen in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Wales und im Textilsweatshop in der englischen Stadt Leicester, wo die meisten ArbeiterInnen aus dem indischen Bundesstaat Gujarat kommen. Um strukturellen Rassismus wie diesen zu überwinden, muss man die Gesellschaft politisch verändert werden. Und dazu muss mehr getan werden, als nur Statuen zu stürzen. Die tausenden jungen Aktivisten, die die fremdenfeindliche Brexit-Kampagne abgelehnt und Transparente mit der Aufschrift »Flüchtlinge sind hier willkommen« trugen, werfen jetzt ihr Gewicht hinter Black Lives Matter. Genossinnen, es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber es ist ein guter Anfang gemacht worden.
Rassismus zu bekämpfen, bedeutet für den Sturz dieses verrotteten Systems der Ausbeutung zu kämpfen. Nun, Nicolas, von London aus gehen wir nach Berlin in Deutschland. Von dort aus spricht Yunus, ein türkischer Migrant, der an der Universität studiert und arbeitet. Er ist Mitglied von Rio und Redakteur der Online-Zeitung Klasse gegen Klasse. Wir hören ihm zu. Genossinnen, mein Name ist Yunus Özgür und ich sende euch internationalistische Grüße aus dem Herzen des deutschen Imperialismus. Es ist eine große Ehre, Teil dieser Veranstaltung zu sein mit revolutionären Sozialistinnen aus der gesamten Welt. Die Kapitalistinnen wollen die Coronavirus-Pandemie auf die Ausgebeuteten und Unterdrückten abladen. Besonders Frauen und Migrantinnen tragen die Kosten dieser Krise. Wir sind es, die zuerst entlassen werden. Und wir sind es, die in essentiellen Tätigkeiten mit schlechten Hygienebedingungen arbeiten und für die Profite der Kapitalistinnen mit unserer Gesundheit und mit unserem Leben zahlen. Besonders krass ist, dass das Beispiel von Tönnies, dem zweitgrößten Fleischkonzern Europas, mit dem rassistischen Multimilliardär Clemens Tönnies als Eigentümer. In seiner Fleischfabrik in Deutschland haben sich mehr als 1500 Arbeiterinnen mit dem Coronavirus angesteckt. Die meisten von ihnen sind rumänische und bulgarische Wanderarbeiterinnen. Tönnies zwang die Arbeiterinnen tagelang krank zu arbeiten, während die Regierung und die bürgerlichen Medien gegen die Arbeiterinnen rassistisch hetzten, sie beschuldigten sogar, das Virus eingeschleppt zu haben. Die Kapitalistinnen nutzen die rassistische und sexistische Spaltung, um ihre Profite zu maximieren. Dabei agiert die Gewerkschaftsbürokratie als Komplizin. Sie weigert sich, die prekären Sektoren zu organisieren, anstatt gemeinsam mit den schwersten Bataillonen der Arbeiterinnenklasse einen Kampfplan aufzustellen, damit die Kapitalistinnen für diese Krise bezahlen. Auch in Deutschland sind Hunderttausende mit dem Ruf Black Lives Matter auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. In den vergangenen Monaten haben wir immer wieder rassistische Anschläge wie in Hanau sowie immer neue Skandale um rechtsextreme Netzwerke bei der Polizei, Verfassungsschutz und Bundeswehr erlebt. Auch die Gewerkschaften müssen mobilisieren. Doch stattdessen verteidigen die Gewerkschaftsbürokratien die Polizei. Doch wir sagen ganz klar, die Polizei hat in unseren Organisationen nichts zu suchen. Die rassistische Migrationspolitik des deutschen Imperialismus und der anderen europäischen imperialistischen Staaten hat zu unzähligen Toten im Mittelmeer und an den europäischen Grenzen geführt. Nun hat die Coronavirus-Pandemie die Situation der Zehntausenden Geflüchteten in den Lagern noch weiter verschlimmert. Der deutsche Imperialismus mit Merkel in der Spitze will die Europäische Union retten, als Garantien der Profite und der Hegemonie der deutschen Bourgeoisie durch die Unterwerfung der süd- und osteuropäischen Staaten. Für uns kann weder die Europäische Union des Kapitals noch die reaktionäre Utopie der Rückkehr zum Nationalstaat eine Hoffnung für die Arbeiterinnenklasse, der Jugend und Migrantinnen und Frauen darstellen. Nur eine antikapitalistische, antiimperialistische und internationalistische Perspektive der Arbeiterinnenklasse, unabhängig von allen Fraktionen der Bourgeoisie und der reformistischen Bürokratien und über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg, kann einen Ausweg aus der Krise bieten. Deshalb kämpfen wir für diese Perspektive, auch die die größten Revolutionärinnen der Geschichte wie Leo Trotzki vertreten haben, für den Aufbau revolutionärer Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene in der Perspektive der Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europas. Das ist für uns ein Grund mehr, für den Wiederaufbau der vierten Internationale zu kämpfen, hoch die internationale Solidarität. Bueno, Nicolás, de Europa. Von Europa aus gehen wir jetzt nach Lateinamerika, genauer gesagt nach Brasilien. Das stimmt, Miriam. Wir gehen zum Riesen Südamerikas und beginnen mit Lisa Parks. Sie ist Lehrerin, Kolumnistin von Esquerda Diario, ein Mitglied der Bewegung Revolutionärer ArbeiterInnen und der schwarzen Gruppe Quilombo Vermelho. Zusammen mit Marcelo Pablito Santos ist sie Autorin des Buchs Revolution und schwarze Befreiung über die Geschichte des Kampfes der Schwarzen in Brasilien. Hören wir uns also Letizia an. Boa tarde, companheiras e companheiros.
Hallo liebe Genossinnen und Genossen, die größten Massenproteste in der Geschichte der USA gegen den imperialistischen Rassismus haben in Brasilien große Demonstrationen gegen die reaktionäre Regierung von Bolsonaro, Murao und Militär beflügelt und beeinflusst. Aber auch wegen der tragischen Situation, wegen der Pandemie, die unser Land bereits zum Spitzenreiter an Toten und Infizierten macht. Die immense Mehrheit davon sind Schwarze. Zigtausende, darunter selbst Fußballfans, sind bei den antifaschistischen und antirassistischen Demonstrationen auf die Straße gegangen. Dabei riefen wir die Namen von João Pedro und so vielen anderen, die von der Polizei ermordet wurden. Schwarze Leben zählen. Als ich das Video dieses schwarzen Mädchen in den Vereinigten Staaten sah, das schrie, keine Gerechtigkeit, kein Frieden, habe ich über die Situation aller Mütter in Brasilien nachgedacht, die ihre Kinder durch Polizeikugeln, prekäre Arbeit, Coronavirus oder sogar brutale kapitalistische Ausbeutung verlieren. Kinder, die von Geburt an kein Recht auf Leben und keine Entscheidungsgewalt über ihre eigene Zukunft haben, wie der kleine 5-jährige Miguel, der während seine Mutter, ein Dienstmädchen, mit dem Hund ihres Chefs spazieren ging, vom Chef der Mutter allein im Aufzug ausgesetzt wurde und schließlich vom Gebäude runterfiel. Dies ist ein Symbol für das Vermächtnis der Sklaverei im Leben der immensen Masse schwarzer Frauen und den Schmerz, den sie täglich in Brasilien erleiden. Diese kapitalistischen Tragödien spielen sich unter der Bolsonaro-Regierung ab, ein Präsidenten, der, obwohl er die Gefahren der Pandemie leugnet, selbst infiziert ist. Eine Regierung, die der faschistischste Ausdruck des politischen Regimes, Erbe des institutionellen Putsches von 2016 ist. Es war ein von der aristokratischen und rassistischen Justiz artikulierter Putsch, die politischen Operationen zum Regierungswechsel gegen den Willen des Volkes organisierte, wie wir bei der willkürlichen Verhaftung von Lula sehen konnten. Ein rassistischer Autoritarismus der Justiz, die Schwarze massenhaft inhaftiert und während der Regierung der PT verstärkt wurde. Heute erleben wir ein politisches Regime mit dem ultraneoliberalen Paulo Guedes an der Spitze, der arbeiterinnenfeindliche Reformen und Privatisierung durchführt und das Leben der Schwarzen prekärer macht. Ein Kongress, in dem Parteien ihre Stimme für Gefährlichkeiten verkaufen, rassistische Polizisten, die Milizen organisieren, um junge Schwarze zu ermorden und die Armut unter dem Vorwand des Kriegs gegen die Drogenkriminalisieren. Deshalb setzen wir uns mit aller Kraft für die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung des Staates nach Gerechtigkeit für Marielle Franco ein, eine schwarze lesbische Stadträtin, der PSOL, die brutal ermordet wurde. Aber wir müssen auch sagen, dass dies ein Regime ist, das unter der Aufsicht des Militärs steht, die für ihre Verbrechen während der Diktatur ungestraft davongekommen sind und nun mit Murao als Vizepräsidenten. Deshalb kämpfen wir für den Sturz von Bolsonaro und Murao, aber auch für den Sturz dieses ganzen verrotteten Regimes, wohl wissend, dass uns institutionelle Lösungen wie ein Amtsenthebungsverfahren nicht helfen werden. Deshalb kämpfen wir für eine freie und souveräne verfassungsgebende Versammlung, die nicht nur die SpielerInnen auf dem Spielfeld austauscht, sondern auch die Regeln des Spiels selbst ändert, indem sie den Weg für eine wahre Volkssouveränität ebnet, die über die großen Probleme der arbeitenden Masse entscheiden kann. In diesem Prozess treten wir für die Selbstorganisation der ArbeiterInnen ein, um für eine Regierung der ArbeiterInnen zu kämpfen, die mit dem Kapitalismus bricht, diesem elenden System, das sich Rassismus und Patriarchat bedient, um mehr Prekarität, Gewalt und Elend gegenüber Frauen und Schwarzen durchzusetzen. Der Kampf der Schwarzen muss ein Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung sein. Aber es muss auch gesagt werden, während der Kampf in den USA die Jugend und die ArbeiterInnen hier beeinflusst hat, haben die Gewerkschaften und insbesondere die PT durch ihr Gewicht in den Gewerkschaften wie die CUT die Kämpfe gespalten und die ArbeiterInnen dazu aufgerufen, wegen der Pandemie zu Hause zu bleiben. Somit haben sie einen brutalen Waffenstillstand mit der Regierung aufrechterhalten. Zu einem Zeitpunkt, wo LieferfahrerInnen im ganzen Land sich erhoben haben mit einem starken Streik, der Tausenden von Jugendlichen von Rappi, E-Food, Uber Eats, mehrheitlich Schwarze. Diese auf Wahlen fixierte Passivität und der Boykott der Kämpfe in den Gewerkschaften ist nur ein weiterer Ausdruck der Politik einer Partei, die mit ihren Regierungen den Weg für die Rechten freigemacht hat, indem sie damit begonnen hat, Kürzungspläne umzusetzen und sich mit der Agrarindustrie und der evangelikalen Fraktion verbündet hat. Während der PT-Regierung nahm das Outsourcing von 4 auf 12 Millionen exponentiell zu und das Volk von Haiti wurde von UN-Truppen unter Führung Brasiliens massakriert. Genau deshalb sind der Reformismus und all seine Varianten unfähig, die Unterdrückung von Schwarzen und Frauen zu beenden, weil sie den Kapitalismus verwalten wollen. Die sich abzeichnenden breiten Fronten in den Sektoren der PSOL mit PutschistInnen und UnternehmerInnen zusammenkommen,
sind bereits der Beweis für eine Niederlage mit Vorankündigung. Die Einheit, die wir brauchen, ist die der Arbeiterinnenklasse, die mehrheitlich weiblich und schwarz ist, Seite an Seite mit unseren ausgebeuteten, weißen, indigenen, LGBTI und migrantischen Geschwistern. Wie Leo Trotzki sagte, um ein Revolutionär zu sein, muss man das Leben mit den Augen der Frauen sehen. In diesem Moment der schwarzen Wut und der brutalen, rassistischen und patriarchalen Gewalt rufe ich euch alle auf, das Leben mit den kraftvollen Augen schwarzer Frauen zu sehen, die überall auf der Welt nichts zu verlieren haben, außer ihren Fesseln. Okay, wie Nicolas bereits gesagt hat, wird jetzt Marcelo Pablito Santos, Mitglied des Sekretariats der Schwarzen, der Gewerkschaft der nichtwissenschaftlichen MitarbeiterInnen der Universität von Sao Paulo sprechen, Anführer der MRT und Gründer der Gruppierung Quilombo Vermelho. Hören wir ihm zu. Dann lass ihn uns hören. Guten Tag, Genossinnen und Genossen. In den letzten Wochen habe ich den Kampf der LieferantInnen hier in Brasilien verfolgt. Einer von ihnen fragte, kannst du dir vorstellen, wie es ist, mit Essen auf dem Rücken herumzulaufen und nichts zu essen zu haben? Das ist die sogenannte Modernisierung der Arbeitswelt, die von Bolsonaro und seinen Reformen vertieft wird. Aber nein, das ist keine Modernisierung. Das nennt sich Kapitalismus. Das Erbe der Sklaverei hier in Brasilien führt dazu, dass die überwiegende Mehrheit der LieferantInnen schwarz ist. Und auch deshalb hören wir in ihren Demonstrationen die Losung Black Lives Matter. Das Verständnis der Sklaverei gibt uns mehr Argumente dafür, gegen den Kapitalismus zu kämpfen. Dieses elende System, das den Rassismus zur besseren Ausbeutung nutzt. Auf der Grundlage religiöser und pseudowissenschaftlicher Argumente rechtfertigte die Bourgeoisie die vermeintliche Unterlegenheit von Millionen von Menschen aufgrund körperlicher Merkmale. Somit haben sie das geschaffen, was Marx als eine entscheidende Säule der kapitalistischen Akkumulation und eine der größten Gräueltaten in der Geschichte der Menschheit bezeichnete: die Versklavung von mehr als 12 Millionen AfrikanerInnen. In Brasilien ging 1888 die Sklaverei zu Ende. Man lehrt uns, dass dies das Werk einer Prinzessin war, um die Geschichte des Kampfes des schwarzen Volkes zu verbergen. Unsere Geschichte ist die Geschichte der Quilombos, von Zumbi de Palmares, des Aufstands von Malés, des Aufstands von Chibata. Es ist die Geschichte der ArbeiterInnen, die die Einheit von Schwarzen und Weißen in den Gewerkschaften gefordert haben. Es ist die Geschichte der Massen, die bis heute rufen, wir werden wieder ein Palmares errichten. Aber der Rassismus vertieft sich mit der kapitalistischen Ausbeutung. Noch mehr in Brasilien, dem größten schwarzen Land außerhalb Afrikas. Und das liegt daran, dass alle Regierungen uns Schwarze, aber auch Indigene, MigrantInnen und Menschen aus dem Nordosten Brasilien in den schlimmsten Lebensbedingungen gehalten haben. Aber genau wie in den USA wurden in Brasilien einige positive Maßnahmen verabschiedet, aber das ändert nichts an der Realität von 31 Millionen Menschen ohne sanitäre Grundversorgung und der 13 Millionen in Slums, die in der Mehrheit Schwarze sind. Die PT selbst hat zwar Quoten für Schwarze eingeführt, aber gleichzeitig führt sie Angriffe wie die Rentenreform in den Bundesstaaten durch, in denen sie regiert. Wir kämpfen für jedes Recht der schwarzen Bevölkerung. Aber unser Ziel ist nicht, dass Schwarze zur Bourgeoisie oder Mittelklasse gehören, während die Mehrheit weiterhin in Armut lebt. Deshalb ist der Kampf gegen Rassismus untrennbar mit dem Kampf gegen den Kapitalismus verbunden. Und in diesem Kampf dürfen wir uns nicht irren, Genossinnen. Die PolizistInnen, die auf dem Hals von Schwarzen knien, sind keine Verbündeten. Es ist ein großer Fehler linker brasilianischer Strömungen wie der PSOL und der PSTU, die PolizistInnen zur ArbeiterInnenklasse zählen und sie in den Gewerkschaften haben wollen. Doch wir verlieren jeden Tag in den Slums junge Menschen, die von PolizistInnen ermordet werden, die auch Milizen organisieren, die Bolsonaro Auftrieb gegeben haben. Machen wir es hier in Brasilien wie die streikenden amerikanischen ArbeiterInnen, die den Ausschluss der Polizei aus ihren Gewerkschaften fordern. Um es mit C.L. James zu sagen, war der einzige Ort, an dem Schwarze nicht rebellierten, die Bücher der kapitalistischen Historiker. Deshalb müssen wir die Geschichte der internationalen revolutionären Bewegung zurückgewinnen. Seit der Zeit von Marx in der Ersten Internationale, die den Kampf gegen die Sklaverei während des Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten unterstützt hat. Sowie gegen Rassismus und zur Verteidigung antikolonialer Kämpfe wie in China und Indien.
Wir wollen an die Kämpfe der Dritten Internationale vor ihrer stalinistischen Degeneration erinnern, als sie mit aller Kraft die Lohngleichheit von Schwarzen und Weißen verteidigte. Und die Kämpfe der Vierten Internationale, als Trotzki den schwarzen ArbeiterInnen sagte, dass sie von der Geschichte dazu berufen waren, die Vorhut der ArbeiterInnenklasse zu bilden. Diese Kämpfe sind aktueller denn je. Um erfolgreich gegen alle Imperialismen und ihre grenzenlose Ausplünderung vorzugehen, ist es notwendig, die Arbeiterinnenklasse ohne Grenzen mit allen unterdrückten Völkern der Welt zu vereinen und dafür zu kämpfen, starke revolutionäre Parteien auf dem Weg zum Wiederaufbau der Vierten Internationale aufzubauen. Gut, Miriam, wir haben bereits von unseren Genossinnen in Brasilien gehört. Es haben uns die Organisationen, die zusammen mit unserer Partei der PTS, die FEED bilden, ihre Grüße übermittelt. Jetzt werden wir Celeste Fierro von der MST, Juan Carlos Giordano von der Izquierda Socialista. Ich möchte euch zu dieser internationalen Veranstaltung die Grüße meiner Genossinnen der MST in Argentinien und der Internationalen Sozialistischen Liga überbringen. In dieser Zeit der Verschärfung der kapitalistischen Krise aufgrund der Pandemie besteht die Antwort der Regierung darin, ihre Kürzungspläne fortzusetzen und die ArbeiterInnen, die Jugend und die Massen im Allgemeinen weiter auszubeuten. Aber die Antwort auf diese repressive, rassistische und arbeiterinnenfeindliche Politik ist der Widerstand der Massen, die sich heute in verschiedenen Ländern überall auf der Welt mobilisieren. Deshalb ist es heute mehr denn je notwendig, jeden Einzelnen dieser Kämpfe zu fördern und zu koordinieren. Durch diejenigen, die zugleich sozialistische, antikapitalistische und linke politische Organisationen aufbauen, um in dieser Situation einzugreifen. Genossinnen, unsere Grüße und viel Erfolg bei dieser Veranstaltung. Im Namen von Izquierda Socialista als Teil der internationalen Arbeiterinneneinheit, die die Zeitschrift Correspondencia International herausgibt, senden wir einen Gruß an die internationalistische Kundgebung der Genossinnen der trotzkistischen Fraktion, der Genossinnen von La Izquierda Diario und der PTS Argentiniens. Wir alle sind weltweit Teil des Kampfes gegen die Coronavirus-Pandemie und die Pandemie des Hungers, des Elends und der Armut, die uns alle Regierungen gemeinsam mit der Gewerkschaftsbürokratie auferlegen. Und wir sind auch Teil dieser Rebellion, die all dies ablehnt, wie die antirassistische Rebellion, die Donald Trump in die Enge getrieben hat und so viele andere Ausdrücke des Kampfes. Wir rufen auf, dafür zu kämpfen, dass die Krise von den Kapitalistinnen und nicht von den Arbeiterinnen bezahlt wird. Für einen Notfallplan, der von der Nichtzahlung der Auslandsschulden und der Besteuerung der großen Wirtschaftsgruppen, Banken und multinationalen Unternehmen ausgeht, für eine weltweite Bewegung der antikapitalistischen und sozialistischen Linke, die dafür kämpft. Ein Gruß an eure Veranstaltung im Namen von Izquierda Socialista als Teil der Front der Linken Einheit. Super, Nicolas. Und jetzt bekommen wir einen Gruß aus Araucanía, dem Süden Chiles und dem Gebiet der Mapuche-Territorien von Camila Delgado, eine Referentin der Partei Revolutionäre ArbeiterInnen in dieser Region und auch von La Izquierda Diario Chile. Sollen wir ihr zuhören? Okay. Aus Temuco im Süden Chiles sende ich euch alle einen großen internationalistischen Gruß. Ich lebe in der Region La Araucanía, dem Gebiet des Mapuche-Volkes und dem Epizentrum seines Widerstandes. Hier sind Polizeigewalt und Straflosigkeit an der Tagesordnung, wobei Gebiete militarisiert und KämpferInnen ermordet werden. Wir vergessen nie, dass sowohl die Rechte als auch fortschrittlichen Regierungen verantwortlich sind. Die Straffreiheit der Polizei war einer der Gründe, wegen der wir im vergangenen Oktober auf die Straßen gegangen sind und die Mapuche-Fahne auf jeder Demonstration zu sehen war. Hier in Temuco wurden zum Beispiel die Statuen von Kolonisatoren abgerissen, wie es heute in vielen Ländern geschieht. Hier ist es sehr klar, dass die Feinde des Kampfes für das Recht auf nationale und territoriale Selbstbestimmung der unterdrückten Völker, die Landwirtschaftsmonopole, die GroßgrundbesitzerInnen, die KapitalistInnen und ihre Repressivkräfte sind. Um die Unterdrückung zu beenden, muss man sie besiegen. Dies ist keine leichte Aufgabe, aber wir sahen die Stärke der ArbeiterInnenklasse, der Jugend und der mobilisierten Massen erschafften,
die Regierung Piñeras in die Schranken zu weisen. Und wir sahen auch, wie die reformistischen Parteien und die Gewerkschaftsbürokratie den Sturz der Regierung verhinderten. Es ist die gleiche Regierung, die in Chile eine gesundheitliche und soziale Katastrophe geführt hat. Die gleiche, die 2000 Beteiligte an den Protesten zusammen mit gefangenen Mapuches, die sich aktuell im Hungerstreik befinden, im Gefängnis hält. Wir fordern ihre sofortige Freilassung. Der Kampf um die Einheit der ArbeiterInnen, Mapuches und Jugendlichen teilen wir mit unseren GenossInnen der PTS auf der anderen Seite der Anden. Das Beispiel der ArbeiterInnen von Sanon ist eine große Inspiration, da sie eine enge Verbindung mit den Mapuches in der Region geschaffen hat. Um diese Einheit herzustellen und die Führungen zu überwinden, die die kriminelle Regierung unterstützt, wollen wir Schritte zum Aufbau einer großen revolutionären Partei der ArbeiterInnenklasse unternehmen. Eine neue, antikapitalistische und revolutionäre Linke. Diese Debatte beginnen wir gemeinsam mit hunderten GenossInnen zu führen, mit denen wir bis heute die gemeinsame Erfahrung der Selbstorganisierung machen, wie im Notfall- und Sicherheitskomitee in Antofagasta oder im Sicherheits- und Gesundheitskomitee im Krankenhaus Barros Luco in Santiago und der Volksversammlung in Temuco. Weil Millionen auf der ganzen Welt erwacht sind, ist die Aufgabe heute, das zu Ende zu führen, mit dem wir angefangen haben. Eine internationalistische und kämpferische Umarmung. Nun Miriam, wir bleiben noch kurz in Lateinamerika und gehen von Chile aus nach Bolivien. Und wir hören Carlos Conejo, der zu jener Aymara-Jugend gehörte, die sich in El Alto gegen den Staatsstreich im vergangenen Jahr erhoben hat. Carlos ist Kolumnist bei La Izquierda Diario in Bolivien und Mitglied der revolutionären Arbeiter in Liga für die Vierte Internationale. Lasst ihn uns hören. Aus Bolivien grüßen wir die internationalistische Veranstaltung und die Bewegung von Millionen von Menschen, die sich gegen Rassismus und Polizeigewalt mobilisieren. Wir tun dies zu einer Zeit des Zusammenbruches des Gesundheitssystems in unserem Land, der Schließung von Krankenhäusern wegen der Ansteckung des Personals, Menschen, die auf der Straße und vor Krankenhäusern sterben. Die Familien haben die Leichen in ihren Häusern bis zu 8 Tage lang, während der Putsch und die rassistische Regierung von Jeanine Áñez die Privatisierung und Zerstörung des Gesundheitswesens vorantreibt. Von der LOLC aus kämpfen wir für die Auflösung der Repressionsorgane, damit das Budget für die Bedürfnisse der Arbeiterinnen verwendet wird. Insbesondere für die Krankenhausbeschäftigten, die aufgrund fehlender Sicherheitsmaßnahmen ihre Kolleginnen zu Dutzenden verlieren. Wir senden diesen herzlichen Gruß an die Black Lives Matter Mobilisierungen in den USA und an diejenigen, die gegen die Repression der Polizei und des Staates kämpfen. Denn ihr Kampf ist unser Kampf. In Bolivien hat der rassistische und unternehmensfreundliche Putsch Dutzende von Menschen getötet, verletzt und gefoltert. Faschistische und religiöse Gruppen arbeiteten mit der Repression zusammen, indem sie Bäuerinnen und Indigene schlugen und so die rassistische Brutalität verstärkten, die fester Bestandteil der herrschenden Klassen und ihrer Repressionsapparate ist. In diesem Sinne geben uns die Mobilisierung gegen Rassismus und polizeiliche Repression in den USA Kraft, hier gegen den Block der Putschistinnen zu kämpfen, weil derselbe Imperialismus, der George Floyd in den USA ermordet hat, auch derjenige ist, der den Staatsstreich in Bolivien hervorgebracht hat, mit der Organisation amerikanischer Staaten und Donald Trump im Dienste des Bank- und Finanzkapitals und des Agrobusinesses, wo sich die Rechte in Bolivien befindet. Wir Indigene sind stolz darauf, Indigene zu sein, aber unsere Situation als prekärste Arbeiterin im Reinigungs- und Baugewerbe mit 2- und 3-Tagesjobs hat sich trotz der Politik von Mas von Evo Morales in den 14 Jahren seiner Regierung nicht geändert. Sie glaubten, durch einen Pakt mit den Kapitalistinnen die rassistische Gewalt auszurotten und den Sozialismus erreichen zu können. Diese Strategie erwies sich am Tag des Putsches als nicht durchsetzbar. Wir Sozialistinnen glauben, dass Rassismus nicht dadurch beendet wird, dass man einen Pakt mit den Rassistinnen schließt, sondern im Kampf auf der Straße, wie Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt gezeigt haben. Wir grüßen alle die Kämpfer der Arbeiterinnen auf der ganzen Welt, die die Freilassung von Tausenden von politischen Gefangenen fordern, die gegen Rassismus sich in den Vereinigten Staaten, Bolivien und auf der ganzen Welt mobilisiert haben und in einer klassenunabhängigen Selbstorganisation voranschreiten, um den Regierungen entgegenzutreten, die die Krise der Pandemie auf unseren Rücken abladen. Weil das Leben der Arbeiterinnen zählt, müssen wir eine große internationale Organisation der Arbeiterinnen aufbauen, um den Kapitalistinnen und ihren Staaten die Ausbeutung und Unterdrückung vermehren, die Stirn zu bieten. Wegen all dem, lang lebe die Vierte Internationale! Nun gut, Nicolas, zu Beginn des letzten und zentralen Teils dieser Veranstaltung werden wir von den GenossInnen in den Vereinigten Staaten hören.
Okay, dann beginnen wir in New York mit Mike Peppers, einem Arzt und Gründungsmitglied des Komitees des Krankenhauspersonals am Mount Sinai Krankenhaus und dem Mitglied von Left Voice. Hi comrades, my name is Mike Pappas, I'm a physician in New York City. Hi Genossinnen, ich heiße Mike Pappas, ich bin Arzt aus New York City und Mitglied von Left Voice. Als ich Medizin studiert habe, wollte ich Arzt werden, um Menschen zu helfen. Aber was soll ich tun, wenn ich während der Pandemie einen Patienten behandle, der an Atemversorgung leidet, kurz davor an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden und mich fragt, wer wird dafür bezahlen? Ein anderer Patient, den ich behandelt habe, 45 Jahre alt, vereinbarte speziell einen Termin, um über Covid-19 zu sprechen. Er war sehr besorgt, da sein älterer Vater, mit dem er lebte und den er pflegte, viele chronische Krankheiten hatte, die ihn in Gefahr brachten, an Covid-19 zu sterben, falls er es bekäme. Er sagte mir, ich habe Angst, dass ich Covid nach Hause bringe und meinen Vater umbringe. Er musste arbeiten, um die Miete, Essen und Nebenkosten zu bezahlen. Das Ultimatum des US-Kapitalismus, arbeite und riskiere deine Gesundheit oder arbeite nicht und riskiere dein Überleben. Das gilt für Millionen von unentbehrlichen Arbeitern in den USA, die in Lagerhäusern, für Lieferdienste, in Fleischereifabriken, Krankenhäusern und auf den Feldern bei der Ernte arbeiten. Diese ArbeiterInnen sind überproportional schwarz, braun, asiatisch und ohne Papiere. Schwarze und braune Communities, die am stärksten von rassistischer Polizeigewalt und massenhafter Inhaftierung, von Arbeitslosigkeit und prekären Wohnverhältnissen, von Verschmutzung und an einer giftigen Umwelt betroffen sind, sterben zudem doppelt so häufig am Coronavirus. Covid-19 verstärkt nicht nur den systemischen Rassismus, der seit jeher die Grundlage des US-Kapitalismus bildet, der aus der Sklaverei hervorgegangen ist. Im Laufe der vergangenen Wochen haben wir einen Aufstand gegen die Pandemie in der Pandemie gesehen. Den systemischen Rassismus und die Polizei, die straflos jedes Jahr 1000 Menschen umbringt. Die herrschende Klasse benötigt rassistische Polizeirepression. Die Polizei beschützt das Eigentum, nicht die Menschen, und die herrschende Klasse braucht sie heute mehr denn je, um die aktuelle wirtschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Massenmobilisierung nach dem Mord an George Floyd haben die politische Landschaft verändert. Wir Beschäftigten im Gesundheitswesen haben unmissverständlich den Polizeiterror verurteilt und uns den Protesten angeschlossen. Wir haben gesehen, wie die Polizeigewalt sich nur verstärkt hat, als die Menschen sich erhoben haben. Ich wurde gesetzeswidrig von der New Yorker Polizei verhaftet, als ich mich ehrenamtlich als Sanitäter eingesetzt habe. Trumps verheerender Umgang mit der Pandemie wurde gefolgt von der größten wirtschaftlichen Krise seit der Weltwirtschaftskrise 1929. Die Regierung hat mit ihrer Rettungsaktion für das Großkapital alle Rekorde gebrochen, wenn sie nur einen spärlichen Anteil beiseite gelegt hat, um die Auswirkungen auf die Beschäftigungszahlen und die Einkommen der Arbeitenden zu mildern. Fast 20 Millionen Menschen sind auch nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft ohne Arbeit, was für die meisten auch bedeutet, dass sie keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Während wir Beschäftigten im Gesundheitswesen buchstäblich unser Leben an vorderster Front opfern, um uns oft ohne angemessene Ausrüstung um die Covid-19-PatientInnen zu kümmern, geben die Republikaner der Wirtschaft den Vorrang und schicken ArbeiterInnen zum Sterben zurück an die Arbeitsplätze. Das zeigt, dass sich die Regierung nur um die Wall Street kümmert. Sie bemühen sich verzweifelt um die Erholung der Wirtschaft, doch wir, die ArbeiterInnen, bezahlen dafür mit unseren eigenen Leben. Offen gesagt, die Demokraten sind nicht besser. Während Trump jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, vor rassistischer Rhetorik trieft, ließen demokratische GouverneurInnen und BürgermeisterInnen ihren Polizeien freie Hand, um die Proteste zu unterdrücken. Die brutale Repression, die bei meiner Verhaftung stattfand, geschah mit der Unterstützung eines demokratischen Bürgermeisters und eines demokratischen Gouverneurs. Die Demokraten im Kongress oder diejenigen, die für ein Amt kandidieren, geben Lippenbekenntnisse zu den Protesten ab. Aber sie sind ganz genauso verantwortlich für die Aufrechterhaltung eines Systems der Unterdrückung und der Ungleichheiten, das Armut, Rassismus und Polizeigewalt fortbestehen lässt. Trump greift ständig MigrantInnen an und prahlt mit dem Bau der Mauer zu Mexiko und hält Kinder in Käfigen, während er die Ankunft neuer Geflüchteter aus Mittelamerika stoppt. Durch ein Abkommen mit dem mexikanischen Präsidenten López Obrador. Biden und Trump machen China für die Wirtschaftskrise und für die Pandemie oder mexikanische ArbeiterInnen für die niedrigen Löhne verantwortlich. Die chinesische Regierung ist mit ihrer Unterdrückung der DemonstrantInnen in Hongkong keine Freundin der ArbeiterInnen.
Aber was Demokraten und Republikaner verbergen, ist, dass es amerikanische KapitalistInnen sind, die mit der Regierung auf ihrer Seite für Armutslöhne und prekäre Arbeitsbedingungen verantwortlich sind. Auf der Seite des internationalen Left Voice La Izquierda Diario Netzwerks und mit den politischen Organisationen hinter den Zeitungen haben wir ein radikal anderes Programm vorgeschlagen, um der Pandemie zu begegnen. Wir haben überall auf massenhafte Tests gedrängt, auf angemessene Schutzausrüstung, bezahlten Sonderurlaub und einen Stopp der Entlassungen. Die Verstaatlichung der gesamten Gesundheitsversorgung unter der Kontrolle der ArbeiterInnen und ArbeiterInnenkomitees an allen Arbeitsplätzen, um unsere eigenen Sicherheit zu garantieren. Die ArbeiterInnenklasse trägt die Hauptlast der Pandemie und ist das Ziel rassistischer Polizeirepression. Wir sind die Mehrheit der Bevölkerung und wir sind diejenigen, die alles in Gang halten. In den vergangenen 2 Monaten hat es einen dramatischen Anstieg von Streiks und Aktionen an Arbeitsplätzen gegeben. In Solidarität mit der Bewegung gegen den Polizeiterror haben die HafenarbeiterInnen 29 Häfen an der Westküste lahmgelegt. Die ArbeiterInnen legten nicht nur im Kampf um sichere Arbeitsbedingungen die Arbeit nieder, sondern sie protestieren auch gegen rassistische Polizeigewalt. Die Kraft, die Wirtschaft zum Erliegen zu bringen, liegt in unseren Händen. Wir erleben einen Linksruck in der politischen Situation, in dem viele Gewerkschaften für schwarze Leben mobilisieren und dafür abstimmen, Polizeiverbände aus dem Gewerkschaftsbund AFL-CIO hinauszuwerfen. Die nahe Zukunft ist voller Krisen und Widersprüchen. Wir werden wahrscheinlich mehr soziale Unruhe und Klassenkampf erleben. Das wird uns die Möglichkeit eröffnen, unsere Organisation, die Gewerkschaften, zurückzuerobern, die von einer verdorbenen Bürokratie gekapert worden sind, die unser Schicksal an die Parteien der Bosse bindet und nach ihren Regeln spielt. Es ist die militante Basis, die die Aufgabe vollbringen kann, unsere Gewerkschaften zu demokratisieren und zu beleben, indem sie die konservativen BürokratInnen hinwegfegt. Dies ist eine schwierige, aber eine strategische Aufgabe für SozialistInnen heute. Wir müssen unsere Gewerkschaften zurückerobern und sie in Organisationen des militanten Klassenkampfes verwandeln. Ein Kernstück dieses Kampfes ist der Rauswurf der Bullen aus unseren Gewerkschaften. Wir müssen den Basismitgliedern des Bezirksausschusses von NLK Labour, den Writers Guild East und von PSC CUNY folgen, die in ihren Gewerkschaften diese Resolution durchgesetzt haben. Die Polizei ist unser Klassenfeind. Sie hat keinen Platz im Haus der ArbeiterInnenbewegung. Doch wir müssen darüber hinausgehen. Wir brauchen eine Partei der ArbeiterInnen und der People of Color, unabhängig von den Demokraten und den Republikanern. Eine Partei, die für den Sozialismus kämpft. Ich kann mir nur vorstellen, welchen enormen Unterschied es machen würde, wenn im gegenwärtigen politischen Klima gemeinsam mit der ArbeiterInnenklasse eine wahrhaft revolutionäre Partei auf den Straßen wäre. Mit Left Voice versuchen wir, einen fruchtbaren Boden zu bereiten, damit in den USA eine solche Partei wachsen kann. Eine Partei, die den Kampf um eine Gesellschaft führen kann, in der die Ressourcen nach den Bedürfnissen und nicht nach dem Profit verteilt werden und in der die Gefängnisse und die Polizei endgültig abgeschafft werden können. Nun, danke Mike und Nicolas. Wir sind immer noch in den Vereinigten Staaten. Nun hören wir einen kurzen Gruß von Manny, einem jungen Mann aus der schwarzen Community und Mitglied der Volksversammlung, die während der Besetzung des Platzes vor dem New Yorker Rathaus gebildet wurde, Nicolas, um das Multimillionen-Dollar-Budget abzulehnen, das die Polizei erhält. Hi everyone, I'm Manny. Hallo zusammen, ich bin Manny. Ich spreche aus New York City von der Besetzung am Rathaus, die wir hier Abolition Park genannt haben. Wir sind hier und haben seit einer Woche einen Raum für die Massen an DemonstrantInnen und alltäglichen Menschen geschaffen, die gegen Rassismus und Polizeigewalt kämpfen. Wir haben diesen Raum nicht nur für uns geschaffen, sondern für diejenigen Menschen, die weniger Glück hatten als wir. Und so werden wir eine Koalition von ganz normalen Menschen und DemonstrantInnen und KoordinatorInnen schaffen, die sich gegen Polizeigewalt wehren werden. Wir sind nicht nur hier, um die Polizei zu entfinanzieren, sondern um sie abzuschaffen. Wir wollen sie und das kapitalistische System abschaffen, das sie aufrechterhalten. Wir sind hier für die unterdrückten Leben auf der ganzen Welt und für schwarze Leben hier in den USA. Gut, Miriam, wir werden mit der Jugend aus den Vereinigten Staaten weitermachen. Jetzt wird auch aus New York Mariam Alanis, Doktorandin und Mitglied von Left Voice, einige Worte vor diesem großen Publikum sprechen. Wir hören ihr zu.
My name is Mariam Olanis. I'm 24 years old. Ich heiße Mariam Olanis. Ich bin 24 Jahre alt, queer und die Tochter iranischer Migrantin. Und ich freue mich darauf, bei dieser internationalen Veranstaltung gemeinsam mit SozialistInnen aus anderen Ländern zu sprechen, die gegen rassistische Polizeigewalt und das kapitalistische System kämpfen. Im Augenblick befinden wir uns in den USA inmitten der größten Bewegung in der Geschichte dieses Landes. Millionen von Menschen sind in den letzten Wochen auf die Straße gegangen. Diese Aufstände werden von schwarzen Jugendlichen aus der Arbeiterinnenklasse angeführt, die genug von Rassismus und Polizeigewalt haben. Und diese Bewegung ist voller junger Menschen. Von den Jugendlichen, die die Klimademonstration organisiert hat, bis zu den Jugendlichen, die gegen die Abschiebegefängnisse protestiert haben. Wir sind junge Leute, die wissen, dass die LGBTQ-Bewegung mit Stonewall entstanden ist, was ein Aufstand war. Und wir wollen für eine Gesellschaft kämpfen, in der schwarze Leben zählen. Es sind nicht nur junge Menschen in den USA. Letztes Jahr haben wir zugesehen, wie die chilenische Jugend die Polizei auf den Straßen bekämpft hat. Genauso wie junge Menschen im Iran und im Libanon. In diesen Ländern kämpfen die Menschen nicht nur gegen ihre Regierung und ihre eigene Polizei, sondern auch gegen die Last des US-Imperialismus. In Ländern wie Kuba, Venezuela und Iran, wo meine Familie lebt, leiden Menschen jeden Tag unter den unterdrückerischen und unmenschlichen Sanktionen der USA. Inmitten von Israels Plan, das Westjordanland in Palästina zu annektieren, ermordete die israelische Polizei kürzlich den 27-jährigen Ahmed Arakat an einem Checkpoint. Wenn wir hier gegen die Polizei kämpfen, kämpfen wir gegen das imperialistische Gemetzel überall. Wir junge Menschen stehen aufgrund unserer eigenen Lebenserfahrung in diesem Kampf an vorderster Front. In meinem kurzen Leben habe ich bereits 2 Wirtschaftskrisen durchlebt. Gerade als die Pandemie zuschlug, wurde ich wie Millionen von Arbeitern im ganzen Land entlassen. Über 20% der Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahre in den USA sind derzeit arbeitslos. Unter schwarzen Jugendlichen liegt die Arbeitslosenquote bei fast 30%. In der Latino-Community, besonders unter MexikanerInnen und MittelamerikanerInnen, liegt die Arbeitslosenquote bei 37%. Die Haufen an Schulden, die wir für das Studium aufnehmen müssen und die wir niemals abbezahlen werden, fesseln unsere Hoffnung auf eine Zukunft. Immer mehr von uns verstehen, dass die Klimakrise sich anbahnt und unsere Zukunft bedroht. Es ist kein Wunder, dass wir uns dem Sozialismus zuwenden und auf die Straßen gehen. In den USA war das Bild von George Floyd, der unter der Last der Polizeigewalt um sein Leben bettelte, ein Funken für Millionen von Menschen. Seit fast 2 Monaten stehen wir dem Staat nun schon Nacht für Nacht gegenüber. Während die herrschende Klasse uns erbärmliche Krümel hinwirft, ist klar, dass wir das System, das Schwarze, tötet. Und Daseinsvorsorge für unterdrückte Communities und Arbeitsplätze für die Arbeiterinnenklasse beschneidet, nicht reformieren können. Das gesamte System der Polizei muss weg. Wir müssen die Polizei ganz und gar abschaffen. Aber das erfordert mehr als Kürzung ihres Budgets. Es erfordert ein Ende des kapitalistischen Systems, das die Polizei braucht, um den enormen Reichtum von Leuten wie Jeff Bezos zu schützen. In den vergangenen 2 Wochen hat eine Besetzung vor dem Rathaus von New York City viele junge Menschen zusammengebracht, die sich gegen die Ausgangssperre wehrten und sich in einer von Demokraten geführten Stadt Tränengas und Gummigeschossen entgegenstellten. In Seattle haben junge Leute nicht nur einen Park, sondern auch ein Polizeirevier übernommen und den Capitol Hill Occupy Protest or Job organisiert. Ein Bereich, der ohne Bullen demokratisch geführt wird. Aber soziale Bewegungen allein werden niemals genug sein. Vergangene Aufstände, wie die erste Welle von Black Lives Matter Protesten, Occupy Wall Street und die Antiglobalisierungsproteste der 90er Jahre haben uns inspiriert, aber auch gelehrt, dass wir weitergehen müssen, um dieses schreckliche System des globalen Kapitalismus bedeutend zu verändern. Wenn wir die Kooptierung, die Ermüdung oder die Demoralisierung vermeiden wollen, die so viele andere Bewegungen erlebt haben, müssen wir uns die notwendigen Schritte überlegen, um die Bewegung zu radikalisieren, zu verbreitern und ihr eine revolutionäre Perspektive über unsere autonomen Zonen hinauszugeben. Dazu müssen wir verstehen, dass wir, um den Kampf gegen den Kapitalismus und Imperialismus zu gewinnen, unsere Bewegung mit der Arbeiterinnenklasse verbinden müssen. Sie allein hat die Macht, die Zahnräder der kapitalistischen Produktion zum Stillstand zu bringen. Aber wir können den Kapitalismus nicht aus einer kapitalistischen Partei heraus bekämpfen. Die Demokratische Partei versucht wieder einmal die Rolle eines Friedhofs für unsere Kämpfe zu spielen. Die jungen Menschen, die heute auf der Straße sind, die jungen Menschen, die sich selbst als SozialistIn bezeichnen, müssen die zynische Politik des kleineren Übels herausfordern, die die Wahl sogenannter progressiver DemokratInnen fordert. Die Zukunft gehört uns und wir wollen mehr. Wir wollen unsere eigenen sozialistischen KandidatInnen, echte VertreterInnen der ArbeiterInnen und der multiethnischen Jugend, die auf die Straße geht.
Wir wollen öffentliche und universelle Gesundheitsversorgung. Wir wollen öffentliche und kostenlose Universitäten. Wir wollen Wohnungen für alle. Wir wollen die Abschiebebehörde abschaffen. Wir wollen die Polizei abschaffen und die Grenzen öffnen. Wir wollen die vollständige Emanzipation der schwarzen und braunen Menschen und der Frauen. Wir wollen Rechte für diejenigen ohne Papiere. Wir wollen die Befreiung queerer Menschen. Und wir wollen den Planeten vor der Klimakatastrophe retten. Es ist notwendig, der Macht der Superreichen entgegenzutreten, die dank der Macht des Finanzkapitals und der Ausbeutung der Arbeiterinnenklasse zu den Reichsten des Planeten gehören. Und deshalb brauchen wir eine unabhängige, revolutionäre Partei der Arbeiterinnenklasse, die für den Sozialismus kämpft. Eine Partei, die in der Lage ist, diese Anstrengungen national und international zu koordinieren. Gegen die Bullen und das Militär, gegen Grenzen und Sanktionen und Bomben. Die Demokratische Partei, selbst unter dem fortschrittlichen Flügel von Bernie Sanders, wird niemals diese Partei sein. Also müssen all die jungen Menschen, die sich dem Sozialismus zuwenden, die wütend sind auf das politische Establishment und die glauben, dass wir der Polizei die Finanzierung entziehen sollten, all diejenigen, die sich in Gruppen wie der DSA organisieren, jetzt mit der Demokratischen Partei brechen. Und wir müssen gemeinsam mit all unseren Ressourcen für den Aufbau einer unabhängigen sozialistischen Partei arbeiten. Wir leben unzweifelhaft in einem historischen Moment. Unsere Generation vertraut den Bullen, den kapitalistischen Parteien oder dem Status Quo nicht mehr. Immer mehr Menschen lehnen die Idee ab, dass eine Revolution unmöglich ist. Und gerade jetzt zeigt die schwarze Arbeiterjugend den Weg. Radikale, junge US-AmerikanerInnen und StudentInnen wie ich selbst standen in der Vergangenheit an vorderster Front, um inspirierende Kämpfe zu führen. Von den Sit-ins an den Theken während der Bürgerrechtsbewegung bis zu den Aufständen der Studierenden gegen den Vietnamkrieg. Aber ein Aufstand ist nicht genug. Wir müssen dafür kämpfen, dass das kapitalistische System ein für alle Mal zerschlagen. Mit diesem politischen Erwachen stehen wir vor der historischen Aufgabe, diese Bewegung mit der revolutionären ArbeiterInnenklasse zu vereinen. Wir sind die stolzen ErbInnen von Marx, Lenin, Trotzki und Luxemburg. Wir wollen der ArbeiterInnenbewegung neue Energie geben. Eine sozialistische Zukunft steht am Horizont und wir sind hier, um für sie zu kämpfen. Okay. Und zum Abschluss dieser Veranstaltung gehen wir an die Westküste der Vereinigten Staaten, nach Los Angeles, wo uns Julia Wallace, eine antirassistische Aktivistin in der schwarzen Community, seit 20 Jahren trotzkistische Aktivistin und auch Mitglied von der Voice zugeschaltet sein wird. Dann lasst uns Julia anhören. Mein Name ist Julia Wallace. Ich bin eine antirassistische Aktivistin, Gründungsmitglied von Left Voice und bin seit 2 Jahrzehnten Trotzkistin. Ich bin in einem schwarzen ArbeiterInnenviertel in Los Angeles aufgewachsen. Meine Mutter war eine Lehrerin in den Freedom Schools der südkalifornischen Sektion der Black Panthers Party for Self-Defense. Wie so viele schwarze Menschen in den USA habe ich Rassismus und Gewalt durch die Polizei erlebt. Heute bin ich inspiriert von den vielen schwarzen Jugendlichen in den Straßen, zusammen mit Millionen anderen, die sich gegen Rassismus und Polizeigewalt erheben. In den vergangenen 100 Tagen gab es Demonstrationen in 2500 Städten und Gemeinden in den USA und auf der ganzen Welt, angeführt von schwarzen und braunen prekären Jugendlichen und mit den Slogans Black Lives Matter und Polizei abschaffen. Sie haben unerbittlich den Rassismus dieses Systems und die korrupte Polizei herausgefordert. Die Polizei ist eine rassistische, korrupte, mörderische Besatzungsmacht in den schwarzen Communities. Sie haben schwarze und braune Menschen geschlagen, vergewaltigt und getötet. Sie erniedrigen und attackieren Transjugendliche, Menschen mit Behinderung und Ältere, ebenso wie obdachlose Jugendliche. Derek Chauvin, der rassistische und sadistische Polizist, grinste, als er George Floyd am helllichten Tag zu Tode erstickte, für die ganze Welt sichtbar. Er dachte, er käme damit durch. Stattdessen wurde der Zorn
der Welt entfesselt. Die Menschen sind regelrecht explodiert. Nicht nur gegen die Polizei in Minneapolis, sondern gegen die Polizei auf der ganzen Welt. Relikte der Sklaverei wurden von den jubelnden Massen der Jugend niedergerissen. Polizeireviere, Polizeiautos und Unternehmen wie Target wurden mit massiver Unterstützung in Brand gesteckt. Straßen, Autobahnen und Stadtblöcke wurden eingenommen und besetzt. Die Ermordung von George Floyd hat eine Wut entfesselt, die wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Nicht nur gegen den Mord an George Floyd, sondern gegen die Pandemie und die Wirtschaftskrise. Sie alle können vom Kapitalismus nicht gelöst werden. Die Polizei kann nicht reformiert werden. Der US-Kapitalismus ist in seinem Kern rassistisch, denn er wurde auf Sklaverei aufgebaut. Menschenhandel und Entführung von afrikanischer Arbeit für den Profit der Baumwollindustrie. Im Dienst der damals größten Industrie, der englischen Industrie. Wie Marx sagte, ohne Sklaverei keine Baumwolle, ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Vom Anfang an ergriffen US-KapitalistInnen und SklavenhalterInnen jede Maßnahme, um die Arbeiterklasse daran zu hindern, sich zu vereinigen und sich gemeinsam zu erheben, von Sklavenpatrouillen bis hin zu der Polizei und der Einführung rassistischer Gesetze. Sie folterten und beuteten die versklavten schwarzen ArbeiterInnen aus, die auf den Feldern schufteten. Und die US-KapitalistInnen und die Klasse der SklavenbesitzerInnen reich machen. Als die Sklaverei abgeschafft wurde, verhängte sie die Jim Crow-Gesetze. Als sie dem Kampf für BürgerInnenrechte nachgeben mussten, schufen sie neue Gesetze, um schwarze Menschen zu marginalisieren und anzugreifen. Die Polizei verfolgt einen Zweck, schwarze Menschen anzugreifen und das Privateigentum aufrechtzuerhalten. Weiße ArbeiterInnen wurden für die Einhaltung der Vorschriften mit Privilegien bezahlt und von diesen Vollzugsbeamten eingeschüchtert, wenn sie sich widersetzten. Das Ziel der KapitalistInnen war es, die Verbindung zwischen den Armen und den Ausgebeuteten und anderen Unterdrückten zu verhindern. Auch heute noch werden Schwarze für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt als Weiße, haben eine höhere Obdachlosigkeits- und Arbeitslosenquote und werden unverhältnismäßig häufig von der Polizei ermordet. Rassismus durchdringt jeden Aspekt der Gesellschaft. Trotzdem gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass Schwarze und Weiße und Menschen anderer Ethnizitäten gemeinsam gegen Rassismus kämpfen. Der derzeitige multiethnische Kampf ist der schlimmste Albtraum der amerikanischen Bourgeoisie. Sowohl Demokraten als auch Republikaner wollen diese Bewegung unterdrücken, aber mit unterschiedlichen Strategien. Die Republikaner unter Trump haben sich offen zu weißen Rassisten und der gewalttätigsten, bigotten Rhetorik bekannt. Trump forderte die Nationalgarde und das Militär auf, die Proteste zu zerschlagen. Er drohte, wenn sie anfangen zu plündern, fangen wir an zu schießen, und zitierte damit einen rassistischen Polizeichef aus der Civil Rights Area. Seine Drohung machte die Demonstranten noch wagemutiger. Dies zwang Trump, sich in einen Bunker zurückzuziehen, wie der Feigling, der er ist. Seine Rhetorik hat die rechten Milizen ermutigt, die weiterhin, genauso wie die Polizei, DemonstrantInnen angreifen und ermorden. Die Strategie der Demokraten besteht in Anbiederung und Kooptierung, um ihre jahrelangen Angriffe auf die schwarze Community zu verschleiern. Die Demokraten ermöglichten massenhafte Inhaftierung und Gentrifizierung und schützten die mörderische Polizei, wie Derek Chauvin, der George Floyd ermordet hat. Sowohl unter den Regierungen von Clinton als auch von Obama mussten schwarze Menschen nie dagewesene Zwangsräumung, Zwangsvollstreckung und Angriffe erleiden. Jetzt knien die Demokraten auf dem Boden des Kongresses, in Kente-Tücher gehüllt, und behaupten, die Bewegung zu unterstützen. Währenddessen schicken sie in der Nacht ihre PolizistInnen, um Tränengas einzusetzen und DemonstrantInnen in den Straßen zu verprügeln. Der Präsidentschaftskandidat und ehemalige Vizepräsident Joe Biden reagierte auf die Black Lives Matter-Bewegung, indem er die Polizei aufforderte, Schwarzen ins Bein zu schießen, statt ins Herz. Was für ein rassistischer Clown. Das ist der Kandidat, für den die Gewerkschaftsbürokratie und die NGOs werben. Wir werden uns nicht durch schwache Zugeständnisse erkaufen lassen, um unsere eigene Unterdrückung zu billigen. Keine der beiden Parteien kann die Krise, den strukturellen Rassismus oder Polizeigewalt beenden.
Um strukturellen Rassismus und Polizeigewalt zu beenden, brauchen wir eine Strategie für die Befreiung. Eine Strategie, die Kapitalismus und die Polizei bekämpft. Wir können uns befreien, indem wir uns als ArbeiterInnenklasse organisieren. Wie das Coronavirus gezeigt hat, sind die Bosse nicht unersetzlich. Die ArbeiterInnenklasse ist unersetzlich. Die ArbeiterInnen haben die Macht, die Rede des Kapitalismus zu stoppen. Und mehr noch, die ArbeiterInnen haben die Macht, die gesamte Produktion und Reproduktion zu organisieren, um unserem Leben zu dienen, statt den Profiten. ArbeiterInnen, sowohl gewerkschaftlich Organisierte als auch Prekäre, müssen sich organisieren und an unseren Arbeitsplätzen und Nachbarschaften gegen Rassismus und gegen die Ausbeutung durch unsere Chefs zur Wehr setzen. Wir müssen auch gegen die Gewerkschaftsbürokratie kämpfen, die sich weigert, zum Schutz unserer Arbeitsplätze zu mobilisieren oder uns gegen die von den Demokraten und Republikanern verhängten Sparmaßnahmen zu verteidigen. Wir, die ArbeiterInnenklasse und die Unterdrückten, brauchen eine politische Partei, die unabhängig von den KapitalistInnen und ImperialistInnen ist und keine Bullen, Chefs oder RassistInnen als Mitglieder hat. Wir müssen uns auf den Straßen und an den Arbeitsplätzen politisch organisieren und eine Partei aufbauen, die unsere Interessen vertritt. Der Aufbau einer revolutionären Partei in der größten, gefährlichsten, imperialistischen Macht der Welt ist eine enorme Herausforderung, hätte aber historische Konsequenzen. Diese Herausforderung ist vom Aufbau einer internationalen Partei der ArbeiterInnenklasse untrennbar, die für uns die vierte Internationale ist. So verstanden Trotzki und die amerikanischen TrotzkistInnen der ursprünglichen Socialist Workers Party Ende der 1930er Jahre ihre Aufgabe. Unsere Organisation, die trotzkistische Fraktion und das Internet-Netzwerk La Izquierda Diario, welches wir in 14 Ländern veröffentlichen, stellt sich dieser internationalistischen Herausforderung. Wir stimmen mit Leo Trotzki überein, der die grundlegende Strategie zum Sturz des Kapitalismus und zum Aufbau des Sozialismus im globalen Maßstab dargelegt hat. Wir laden alle Jugendlichen auf den Straßen, SozialistInnen, schwarze und braune AktivistInnen, die gegen Polizeibrutalität kämpfen und die ArbeiterInnen, die sich gegen kapitalistische Unterdrückung erheben, ein, mit uns die vierte Internationale wieder aufzubauen. Rassismus in jeder Form ist ein Feind der ArbeiterInnenklasse und gewalttätige rassistische PolizistInnen sind eine Schlüsselkomponente der kapitalistischen Ausbeutung. Wir müssen den Rassismus zerstören und die Polizei abschaffen mit internationaler proletarischer Solidarität und Militanz. Wir setzen den Kampf der RevolutionärInnen fort, die vor uns kommen, und bauen für eine sozialistische Zukunft. Lasst die KapitalistInnen zittern, sie sollten Angst haben. Wir werden uns mit nichts weniger als mit dem vollständigen Ende von Bigotterie, Polizei, Rassismus, Kapitalismus und Imperialismus zufrieden geben. Für eine internationale sozialistische Revolution der ArbeiterInnen und Unterdrückten, wie Karl Marx im Kommunistischen Manifest sagte und die schwarze Revolutionärin Assata Shakur in ihrem Bekenntnis schrieb: Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Ketten. Wir haben eine Welt zu gewinnen. Wir verabschieden uns und danken euch allen für eure Teilnahme und hoffen auf ein Wiedersehen Ende August im Rahmen der internationalen Aktivitäten, die wir für den 80. Jahrestag der Ermordung Leo Trotzkis durch einen stalinistischen Agenten vorbereiten. Dort wollen wir die Aktualität seiner Ideen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen schweren kapitalistischen Krise, die wir durchleben, diskutieren. Gut, vielen Dank. Nicolas und ich möchten euch ganz besonders dafür danken, dass ihr an dieser internationalen Veranstaltung teilgenommen habt. Und wie du gerade schon sagst, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.